So, Teil 3 oder keine Ahnung. Also, willkommen zurück zum nächsten Teil. Wir sind fast fertig mit Berlin und so. Machen wir so rum, weil die Sonne ansonsten zu krass scheint. Und wir sind hier jetzt beim Alexanderplatz. Wie ihr sehen könnt, da oben der Fernsehturm. Ich schreibe es einfach mal in die, ins Video rein, wie hoch der jetzt ist, weil ich habe keine Ahnung. Aber es ist das höchste Gebäude. Ja, Gebäude? Kann man Gebäude sagen? Struktur in Berlin, ja. Das Ding da oben, die Kugel, die dreht sich, da ist ein Restaurant drin. Das Ding, das dreht sich, habt ihr einen super geilen Ausblick von Berlin. Habt ihr hinten die Museumsinsel hinter mir, also da lang. Und die Uni und zum Brandenburger Tor geht's dort. Und ansonsten haben wir hier noch das Fredrickson Blue, die haben ein richtig geiles Aquarium drin. Genau, das war's gewesen. Legoland, Madame Tussauds und das Aquarium hier, die haben zusammen halt so ein Kombi-Ticket, da könnt rein. Ansonsten hier Alexanderplatz da hinten, ne, da hat auch Jason Bourne wieder gedreht. Ich bin ein riesen Jason Bourne-Fan. Und ansonsten gehen wir gleich noch zum New Era Cap Store, den werde ich mir nämlich anschauen. Hab mir ein paar gekauft, irgendwie, keine Ahnung, bin ich voll der Fan geworden innerhalb von 3 Tagen. Ja? Die machen geile Caps, no product placement hier. Ja? Ich musste mir alle selber kaufen. Und ansonsten habt ihr hier so Berlin Store, wo ihr so Andenken kaufen könnt, 3, 4, 5 nebeneinander. Also müsst ein bisschen vergleichen, nicht gleich in den ersten reingehen und das billigste kaufen oder das teuerste kaufen. Gibt es auch günstiger für selbe Qualität. Ja? Also, dann gehen wir gleich weiter und dann bis gleich. So, jetzt sind wir hier am Alex angelangt. Weihnachtsmarkt, gleich neben Galeria Kaufhof, da oben. Und Rauch ohne Ende, Bratwürstchen und Berlin-Zeugs und ja, halt Mützen, keine Ahnung. Aschenbecher, Tassen, Gläser, Krepp und 1000 Zeugs. Und da wir ja bei Born sind, gehen wir gleich nochmal an dieser Weltzeituhr vorbei. Das ist auch ein berühmtes Wahrzeichen hier in Berlin beim Alexanderplatz. Da war auch der Platz, wo er mit der einen da entwischt ist. Aus den Augen der CIA oder keine Ahnung, was da ankommt. Aber gut, erstmal ein bisschen einkaufen und dann geht's weiter. Ciao. Mitte vom Alexanderplatz und habt ihr jetzt Weihnachtsmarkt, wie gesagt, hier fahren die Trams lang. Sind da dann angefahren, oben oder oben. Da hinten war Bourne. Wie ihr seht, das ist einer meiner Lieblingsfilme und Matt Damon, einer meiner Lieblingsschauspieler. Neben Daniel Craig übrigens. Und ja, die Weltzeituhr, die zeige ich euch gleich, aber noch vorher das Park-In, das da, hat über 1000 Zimmer. Also wenn ihr mal ein Zimmer sucht, eventuell, dann habt ihr da eins. Ne? Dann oben nochmal Fernsehturm. Dann zeige ich euch nochmal kurz die Weltzeituhr. So, damit ihr die mal seht. Wie die funktioniert, keine Ahnung. Habe ich mich nie mit beschäftigt, aber damit ihr sie mal gesehen habt. Da oben dreht sich's. So. Ansonsten echt viel los auf dem Alexanderplatz, wie ihr seht. Menschenmenge zwischendurch und halt immer zwischendrin habt ihr noch die Trams, die hier rumfahren. Ne? Aber gut, ja, warte mal, ich zeige euch noch den Alexanderplatz bzw. den Fernsehturm. Mal ohne Kabel und so. Ansonsten ist fast vorbei mit Berlin-Tour. Ich hab ein paar Eindrücke bekommen und wenn ihr mal nach Berlin kommt, wisst ihr jetzt, wo ihr lang müsst oder wo ihr hin müsst. Alex ist nicht so mein Favorit, da sind zu viele Leute schon. Eher der Süden Berlins oder halt Kudamm, Potsdamer Platz, das sind so meine Favorites in Berlin. Und dann Linden ist noch schön, schaffen wir es leider dieses Mal nicht mehr. Auf jeden Fall sehr geile Weihnachtsbeleuchtung dort und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!